Wie vereinbart unterbrechen wir deshalb jetzt die Beratung zu Tagesordnungspunkt 19, die zweite Lesung des Haushaltsgesetzes, und rufen auf den Tagesordnungspunkt 16, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung, Drucksache 19-2636 zu 19-1509, zusammen mit der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein hessisches Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung, Drucksache 19-2637 zu 19-2161 und hierzu noch der Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19-2672. In der Aussprache hat sich zunächst zu Wort gemeldet Frau Kollegin Gnadl für die Fraktion der Sozialberichterstattung, Abg. Ravensburg. Bitte um Entschuldigung. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Beschlussempfehlung zum Gesetzentwurf der SPD für ein Gesetz zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen von SPD und DIE LINKE, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Und Beschlussempfehlung und Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD, DIE LINKE und FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank für die Berichterstattung, Frau Kollegin Ravensburg. Das Wort hat nun Frau Abg. Gnadl für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte sehr. Redezeit 10 Minuten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir beraten heute zwei alternative Gesetzentwürfe für ein neues hessisches Gleichberechtigungsgesetz in zweiter Lesung. Einmal unseren Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, der einen ambitionierten Aufbruch zur wirklichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst in Hessen darstellt. Auf der anderen Seite ein Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen, ein lang versprochener, letztendlich aber unausgereifter Minimalkonsens, der in Sachen Gleichberechtigung weit hinter dem rechtlich Möglichen und dem gleichstellungspolitisch Notwendigen zurückbleibt. Wer Gleichberechtigung wirklich will, der braucht vor allen Dingen Entschlossenheit und Mut. Halbherzige Gesetzentwürfe und minimale Kompromisse wie der schwarz-grüne Gesetzentwurf bringen uns in Sachen Gleichberechtigung keinen Millimeter weiter. Sie wollen mit Ihrem Gesetzentwurf es einfach allen recht machen, denen, die einen gleichstellungspolitischen Fortschritt wollen, und auf der anderen Seite denen, die möglichst nichts verändern wollen. Und jetzt sind Sie am Ende nur denen gerecht geworden, die eben nichts verändern wollen. Ihnen fehlt der Mut. Damit nehmen Sie in Kauf, dass wir in Hessen in Sachen Gleichberechtigung weiter auf der Stelle treten. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn die Mütter des Grundgesetzes so mutlos und so unentschlossen gewesen wären, dann sähe der Artikel 3 des Grundgesetzes heute sicherlich anders aus. Heute Mittag haben die kommunalen Frauenbeauftragten über 2.000 Postkarten mit Unterschriften für ein neues hessisches Gleichberechtigungsgesetz dem Hessischen Landtag überreicht. Gerade die Frauenbeauftragten, die die Praktikerinnen vor Ort sind in den öffentlichen Verwaltungen, setzen große Hoffnungen auf uns alle.
dass es am Ende ein fortschrittliches hessisches Gleichberechtigungsgesetz in Hessen geben wird. In der Anhörung haben insbesondere die Frauenbeauftragten anhand von praktischen Beispielen deutlich gemacht, dass es für die Umsetzung von Gleichberechtigung im öffentlichen Dienst notwendig ist, dass die Frauenbeauftragten eine bessere Ausstattung für ihre Arbeit brauchen, dass sie auch in die Lage versetzt werden müssen, auf Augenhöhe in der Dienststelle arbeiten zu können, und dass sie vor allen Dingen auch wirkungsvolle Instrumente brauchen, damit sie im Konfliktfall am Ende auch handlungsfähig sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und genau daran scheitert der schwarz-grüne Gesetzentwurf. Deshalb ist Ihr Gesetzentwurf insbesondere bei den Sachverständigen und den Praktikerinnen in der Anhörung durchgefallen. Er bietet gegenüber dem jetzigen Rechtszustand keinen Fortschritt. Der vor Kurzem vorgelegte Bericht der Landesregierung zum Gleichberechtigungsgesetz zeigt, dass es bei der Zahl der Frauen in Führungspositionen nach wie vor keine deutlichen Verbesserungen gibt. Deshalb sind wir nach wie vor der Auffassung, dass wir neue gesetzliche Regelungen brauchen, die auch Wirkung zeigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, von der Fraktion der CDU haben wir an dieser Stelle auch nicht mehr erwartet. Wir hatten aber schon mehr Erwartungen, insbesondere an die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Denn Sie wollten bisher immer in Hessen mehr Geschlechtergerechtigkeit. Sie wollten die gleichen Verwirklichungschancen für Frauen und Männer. Sie wollten den öffentlichen Dienst in Hessen auch als Vorbild machen. Und Sie wollten vor allen Dingen die Frauenförderpläne verbindlicher machen. Nur das große Problem ist, dass Ihr Regierungshandeln meilenweit hinter Ihren Ankündigungen zurückbleibt. Der Entwurf der Regierungsfraktionen hinkt unserem sozialdemokratischen Entwurf hinterher. Das grundlegende Problem ist doch, dass wir zwar Frauenförderpläne in der öffentlichen Verwaltung vorgeschrieben sind, aber es bei der Nichterfüllung der Zielvorgaben sie sanktionslos bleiben. Und daran sind die bisherigen Gleichberechtigungsgesetze auch in der Vergangenheit letzten Endes im Ergebnis gescheitert. Und das wollen wir endlich mit unserem SPD-Entwurf ändern. Nur wenn die Nichterfüllung der gleichstellungspolitischen Ziele auch zu effektiven, merklichen Sanktionen führt, wird sich auch in der Realität ein Fortschritt einstellen und durchsetzen können. Daher braucht es Sanktionsmöglichkeiten, wie sie in unserem Gesetzentwurf vorgesehen sind. Ihre Möglichkeiten in Ihrem Entwurf reichen dafür nicht aus, um diese Zielvorgaben der Frauenförderpläne am Ende auch sicherzustellen. Der zweite grundlegende Unterschied zwischen unseren Gesetzentwürfen ist, dass unserer klar sagt, solange es keine reale Gleichstellung erreicht ist, solange es Bereiche gibt, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, müssen Frauen dort, wo sie unterrepräsentiert sind, auch den Vorrang bei der Stellenbesetzung bekommen, solange kein Mann offensichtlich besser qualifiziert ist. Das ist eine entscheidende Maßnahme, die gleichstellungspolitisch notwendig und die auch rechtlich möglich ist, so wie das Gutachten des ehemaligen Bundesverfassungsrichters Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier aufgezeigt hat. Zu den weiteren Bestimmungen unseres Gesetzentwurfs, die bei Ihnen fehlen oder nicht so weit gehen, wie das bei uns vorgesehen ist. Wir wollen den Geltungsbereich des HGLG deutlich erweitern. Künftig sollen auch die Selbstverwaltungskörperschaften, die landeseigenen und öffentlich dominierten Unternehmen dem Gesetz unterliegen. Außerdem wollen wir damit Schluss machen, dass eben dort, wo es bei der öffentlichen Verwaltung zu Privatisierungen kommt, dass diese öffentlichen Unternehmen nicht mehr dem Geltungsbereich entzogen werden können. Das wollen wir mit unserem Gesetzentwurf verhindern. Wir wollen auch, dass es eine Verpflichtung zur öffentlichen Ausschreibung gibt, damit
überhaupt Frauen extern auch gefunden werden können, die eine entsprechende Qualifikation für frei werdende Stellen auch mitbringen und damit wir diese dauerhafte Besetzung in Führungspositionen von Männern auch endlich durchbrechen können. Und vor allen Dingen unser Gesetzentwurf. Und vor allen Dingen unser Gesetzentwurf, der stärkt die Rolle der Frauenbeauftragten. Wir machen klare Vorgaben zur dienstlichen Ausstattung der Frauenbeauftragten. Wir räumen ihnen ein materielles Klagerecht ein. Und wir stärken die Frauenbeauftragten mit umfassenden Durchsetzungsrechten und einer nötigen Arbeitsausstattung, damit sie Gleichberechtigung auch am Ende in der öffentlichen Verwaltung durchsetzen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer endlich möchte, dass Gleichberechtigung nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch tatsächlich und wirksam umgesetzt wird, wer will, dass Frauen im öffentlichen Dienst endlich real die gleichen Chancen wie ihre männlichen Kollegen bekommen, wer will, dass in Hessen der öffentliche Dienst zum Vorbild in Sachen Gleichberechtigung wieder wird, der muss heute dem SPD-Gesetzentwurf zustimmen. Da wir allerdings davon ausgehen, dass Sie diesen Mut und diese notwendige Entschlossenheit für ein fortschrittliches Gleichberechtigungsgesetz nicht haben, beantragen wir die dritte Lesung zum schwarz-grünen Gesetzentwurf. Vielleicht können wir dann erneut darüber beraten, wie wir den berechtigten Hoffnungen der Frauenbeauftragten und den gleichstellungspolitischen Notwendigkeiten doch noch zum Erfolg verhelfen können. Nächste Wortmeldung. Ich kenne die Reihenfolge. Gut, okay, Frau Schott, bitte schön, für die Fraktion DIE LINKE. Du bist die Letzte, das ist in Ordnung so. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Schon wieder oder immer noch müssen wir hier einen Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen diskutieren, der seinem Anspruch, Frauen im öffentlichen Dienst mit Gleichberechtigung statt mit Diskriminierung zu behandeln, nicht gerecht wird. Immer noch steht ein Gesetzentwurf zur Debatte, der nicht weitgehend genug ist und die Kompetenz von Frauenbeauftragten, Verbänden sowie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf ein Neues ignoriert. Das ist ein Schlag ins Gesicht, und zwar für alle Frauen, die sich seit Jahren für ein neues Gesetz zur Gleichberechtigung im Allgemeinen und nicht nur in der öffentlichen Verwaltung engagieren. Das haben die Frauen heute Mittag deutlich gemacht, als sie einen Korb voll Postkarten übergeben haben, mit denen Frauen und Männer ihren Anspruch an eine Frauenpolitik formuliert haben. Dieses Engagement, dieses unermüdliche Engagement in Hessen und dass Hessen unsere Gesellschaft jeden Tag ein bisschen besser und gerechter macht, sollte das Fundament des Gesetzes sein, das wir hier verabschieden wollen. Uns allen sollte doch etwas an der Verabschiedung eines neuen, eines modernen Gesetzes über die Gleichberechtigung liegen, eines Gesetzes, das in das Jahr 2015 passt. Ich bezweifle mehr und mehr, dass das der Fall ist. Seit 2011 befinden wir uns nun in diesem Modernisierungsprozess. Nicht nur ich frage mich, wieso die Landesregierung und die Regierungsfraktionen in 4 Jahren keinen ernstzunehmenden Willen entwickelt haben, ein modernes Gesetz auf den Weg zu bringen. Und das, obwohl die Landesregierung in diesem Jahr 60.000 € im Haushalt hat, um einen Entwurf auf den Weg zu bringen. Auf den Weg gebracht haben ihn aber letztendlich die Regierungsfraktionen. Können wir das demnächst auch einmal so machen, wenn wir etwas verändern wollen und eine Gesetzesinitiative einbringen wollen, dass es dann dafür Möglichkeiten der Unterstützung gibt, dann nehme ich das gerne an. Frauenbeauftragte und andere Expertinnen fragen sich bei dem unveränderten Gesetzentwurf von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN völlig zu Recht, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass die Anhörung von zahlreichen Expertinnen am 1. Oktober dieses Jahres zu keinerlei Änderungen im uns vorliegenden Gesetzentwurf geführt hat? Fühlen sich die Fraktionen der CDU und der GRÜNEN fachkompetenter als die Stellungnahmen aus der Praxis?
Leben wir in einer Demokratie oder in einem Staat von allwissenden Regierenden, die keine Ratschläge aus der Praxis brauchen? Bestand und besteht überhaupt irgendein aufrichtiges Interesse an Meinungen aus der Praxis? Oder würde etwa nicht die richtigen Expertinnen angehört? Wie auch immer Sie, Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen, diese Frage beantworten, was bleibt, ist Resignation. Hätten wir uns all die Mühe, das Herzblut sparen können? Diese Frage und die vorhergehenden Fragen habe ich nicht ich mir ausgedacht. Es sind die Fragen einer Frauenbeauftragten, die wir alle im Sozialausschuss bekommen haben, die auch mich als Mitglied dieses Ausschusses erreicht haben. Der unveränderte Gesetzentwurf zeigt, dass fachlicher Rat nicht gefragt ist und Änderungsvorschläge auf taube Ohren stoßen. Wir weigern uns, das zu akzeptieren. Wir fordern Verbesserungen und Klarheit auf der Grundlage fachlichen Inputs. Wir haben das Potenzial dieser Expertise für ein zukunftsfähiges Gesetz erkannt und deshalb einen Änderungsantrag zum vorliegenden Entwurf eingebracht. Wir haben nicht alles aufnehmen können, was die Anzuhörenden aus Wissenschaft und Praxis uns an Impulsen mitgegeben haben. Wir konnten uns nur auf einige zentrale Forderungen konzentrieren. Mit diesem Änderungsantrag wollen wir zeigen, dass Landespolitik durchaus lernbereit sein kann, und Sie können das unter Beweis stellen oder es negieren. Das liegt ganz bei Ihnen. Ich fordere Sie deshalb auf, nehmen Sie sich der Kritik an. Beherzigen Sie die wertvollen Ratschläge der Praxis, anstatt sie zu ignorieren und damit ein falsches Signal zu senden. Wir machen es Ihnen leicht, indem wir Kritik und Verbesserungsvorschläge in unserem Änderungsantrag verarbeitet und zusammengefasst haben. Lassen Sie mich deshalb die Kernpunkte hier kurz präsentieren. Das Land Hessen will mit einem neuen HGLG ein Vorbild für hessische Unternehmen sein. Der erste logische Schritt hin zur Vorbildfunktion ist, dass das Gesetz künftig auch in Betrieben gelten muss, die privatisiert werden oder zum Teil dem öffentlichen Dienst angehören. Privatisierung darf kein Ende von Gleichberechtigung bedeuten. Das wird seit vielen Jahren von zahlreichen Frauenbeauftragten gefordert und muss endlich gesetzlich verankert werden. Gelten soll das Gesetz auch für arbeitnehmerähnliche Personen, die über Dienst- und Werkverträge beschäftigt sind. Punkt 2. Frauenbeauftragte müssen gestärkt werden. Das hat auch Schwarz-Grün begriffen und dementsprechend Änderungen angekündigt an dem bereits bestehenden Gesetz. Die Resultate, meine Damen und Herren, sind allerdings sehr bescheiden. Die Arbeitsbedingungen für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte müssen besser werden, und das verbindlich. Die Möglichkeit, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte bei ihren Personalentscheidungen zu umgehen, darf nicht länger gegeben sein. Das hat doch die Erfahrung der letzten 20 Jahre gezeigt. Das ist doch genau das Problem des Gesetzes, dass wir nicht wirklich weitergekommen sind, weil sie umgangen werden können. Und deshalb muss das beendet werden. Und wir setzen uns hier für ein wirksames Widerspruchsrecht ein. Eine weitere Änderung betrifft die Auszubildenden. Wie den Sachverständigen ist es auch für uns nicht einzusehen, dass Frauen in allen Berufen, in denen sie unterrepräsentiert sind, bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen nicht mindestens zur Hälfte berücksichtigt werden sollen. Weshalb soll dies bei Ausbildungsgängen, in denen ausschließlich der Staat ausbildet, nicht so sein? Gerade in diesen Feldern ist doch eine stärkere Berücksichtigung von Frauen notwendig. Ähnliches gilt für die Gremien, die gewählt werden. Hier muss die Wahlordnung sicherstellen, dass die Wahllisten gleichermaßen von Männern und Frauen besetzt werden können. Und da muss man eben sehr kreativ sein in der Gestaltung, aber wenn man das will, kann man das erreichen. Um ihre Position aufzuwerten, muss die Frauenbeauftragte wirksam entlastet werden. Wir fordern in unserem Antrag daher die verpflichtende Schaffung von weiteren Stellenanteil ab einer Beschäftigungszahl von 2.000 Kolleginnen und Kollegen. Es kann doch nicht sein, dass egal für wie viele Menschen jemand da zuständig sein soll, das Personal, die Strukturen nicht entsprechend ausgebaut werden. Gerade im Hochschulbereich muss das gewährleistet sein, dass die Frauenbeauftragte durch qualifizierte Fachreferentinnen unterstützt werden. Bei viel Fluktuation im Personalbereich setzt das einfach voraus, dass man viel Zeit damit verbringt, auch neu zu gewinnendes Personal entsprechend zu
betrachten und mit Gesprächen zu führen. Das muss auch möglich sein. Das muss auch einfach in der Arbeitszeit ermöglicht werden. Das geht so nicht, wie Sie das vorhaben. Außerdem darf es nicht sein, dass dieses wichtige Amt Nachteile für die Amtsinhaberin mit sich zieht. Der Gesetzentwurf von Schwarz-Grün lässt unglücklicherweise Raum für Benachteiligung und Diskriminierung. Welche Ironie, wo es doch hier eigentlich das Gegenteil sein soll. Warum soll lediglich die Diskriminierung bei ihrem beruflichen Werdegang von vollzeitbeschäftigten Frauenbeauftragten verhindert werden? Dies muss doch gerade auch für Teilzeitbeschäftigte gelten. Sonst ergibt doch die Diskussion zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf keinen Sinn. Benachteiligung fängt bei so etwas Banalem wie Lohn an. Frauenbeauftragte müssen fair entlohnt werden. Klingt logisch, doch in der Praxis wird momentan zugelassen, dass eine Freistellung nicht mit einer Anpassung der Vergütung einhergeht. Das heißt im Klartext, dass eine Frau mit gering vergüteter Position nach ihrer Freistellung weiterhin die Vergütung erhält, in keiner Weise den neuen Anforderungen und Aufgaben entspricht, weil sie ja jetzt ganz andere Dinge tut, als sie vorher getan hat. Und deswegen müsste das verändert werden. Eine unterschiedliche berufliche Ausgangssituation kann so zu Ungleichbehandlung und Gehaltsdiskriminierung trotz gleicher Kompetenzen führen. Das kann doch nicht ernsthaft gewollt sein. Wichtig war vielen Expertinnen und Experten die Einrichtung einer Clearingstelle. Hier hat der Gesetzentwurf der SPD eine umfassende und gründliche vorbereiteten Vorschlag gemacht, den wir einfach übernommen haben an dieser Stelle, weil es nicht zielführend ist, das dann noch einmal sehr grundlegend zu überarbeiten und zu verändern. Wir halten das für richtig, was da gefordert ist. Und da es ja nicht möglich war, mit Ihnen einen Kompromiss aus beiden Entwürfen herzustellen, muss es jetzt leider so gehen. Für uns wäre es viel schöner und viel sinnvoller und zielführender gewesen, zu sagen, man erarbeitet jetzt gemeinsam im Ausschuss eine wirklich zielführende Lösung, indem man beide Gesetzentwürfe zusammenführt. Aber eine solche Kultur ist in diesem Landtag ja leider nicht üblich. Hier geht es nicht so sehr an der Sache entlang, sondern vielmehr nach Fraktionszwängen, nicht nach Inhalten, sondern nach dem, wie man sich nach außen abgrenzt. Das ist hochbedauerlich. Gerade um die Gleichstellung von Frauen voranzutreiben, ist eben diese zentrale Stelle erforderlich, und sie muss unabhängig sein, aber vom Land finanziert werden. Sie hat die Wirksamkeit und die Durchsetzung des Gesetzes zu beobachten und die Weiterentwicklung voranzutreiben. Außerdem ist es dringend erforderlich, auf Landesebene eine Einrichtung zu schaffen, an die sich Frauenbeauftragte wenden können, von wo sie Unterstützung erhalten für ihre anspruchsvolle Arbeit vor Ort. Meine Damen und Herren, ich appelliere an Sie alle, lassen Sie uns ein Zeichen setzen und mit gutem Beispiel für hessische Unternehmen vorangehen. Lassen Sie uns kein Gesetz verabschieden, das die fachliche Expertise zahlreicher Frauen mit Füßen tritt. Lassen Sie uns auf die Stimmen der Betroffenen hören und diese in diesem Gesetz mit Nachdruck zum Ausdruck bringen für einen modernen, gerechten öffentlichen Dienst in Hessen, in dem Geschlecht hoffentlich bald keine Rolle mehr spielt. Damit wir das erreichen können, brauchen wir die dritte Lesung, die ja bereits beantragt ist. Herzlichen Dank. Nächste Wortmeldung, Frau Kollegin Erfurth für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir hatten in der Tat eine sehr wichtige und eine sehr spannende Anhörung zu beiden Gesetzentwürfen hier im Plenarsaal. Ich habe durchaus sehr, sehr intensiv allen Anzuhörenden und Sachverständigen zugehört. Diese Anhörung hat ja eine sehr große Spannbreite erbracht. Die Äußerungen waren sehr unterschiedlich. Es gab Stimmen, die eine Neuregelung für völlig entbehrlich halten. So hat z.B. der Vertreter der Sparkassen die Auffassung vertreten, dass es seitens der Sparkassen nur zusätzliche Belastungen geben könnte, wenn das HGLG jetzt so umgesetzt würde und auch für die Sparkassen plötzlich gelten würde. Ich teile diese Befürchtungen ausdrücklich nicht, denn auch Frauen sind Kundinnen bei den Sparkassen, und auch Frauen möchten nicht nur auf Männer in den Führungsetagen treffen. Und auch
und auch die Vertreterinnen und Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände haben sich nicht gerade als glühende Verehrerinnen und Verehrer eines neuen HGLG geoutet. Die hätten es am liebsten, es bliebe alles beim Alten, haben gesagt, na ja, wenn es denn unbedingt sein muss, dann gerade noch so wie der Entwurf der Regierungsfraktionen, aber bitte nicht mehr. Also auch das war ja ein O-Ton aus der Anhörung. Und es gab natürlich eine ganze Reihe von Anzuhörenden, denen unterschiedliche Aspekte im schwarz-grünen Entwurf nicht weit genug gingen. Auch das liegt in der Natur der Sache. Denn das Gesetz, das Hessische Gleichberechtigungsgesetz, setzt ja Normen für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern für alle Bereiche der öffentlichen Verwaltung. Und da liegt es auf der Hand, dass es die Frauenbeauftragten in den Kommunen immer etwas anders sehen und einen anderen Fokus haben wie Frauenbeauftragten in den Hochschulen, wie Frauenbeauftragte in den Ministerien oder auch die Frauenbeauftragten in größeren und kleineren Behörden. Deshalb gibt es nicht die eine Meinung in der Anhörung und auch nicht den einen Punkt, den alle gemeinschaftlich gern anders geregelt hätten. Es gab durchaus unterschiedliche Gewichtungen zu einigen Bereichen, das will ich nicht verhehlen. Und, liebe Kollegin Schott, Mühe und Herzblut haben wir sehr, sehr viel investiert, nämlich darin, dieses Gesetz Ihnen vorzulegen und zu erarbeiten. Wir haben ja nicht im luftleeren Raum angefangen, Ihnen den Gesetzentwurf vorzulegen und zu erarbeiten. Es gab ja viele und gute und lange Vorarbeiten zu diesem Gesetzentwurf. Wir haben die Anhörung ausgewertet, die es zu dem Gesetzentwurf gab, was die Kolleginnen von der SPD in der letzten Legislaturperiode eingebracht haben. Das haben wir uns sehr genau angeguckt, und wir haben im Vorfeld mit Vereinen und Verbänden Fachgespräche geführt. Die haben wir sehr, sehr sorgfältig mit Ihnen geführt, um auszuloten, wo liegen denn die Probleme, die Vereine und Verbände sehen, wo liegen die Stellschrauben, die sie für richtig halten, an denen wir drehen sollten. Und dann haben wir uns entschieden, Ihnen den Gesetzentwurf vorzulegen, über den wir heute in zweiter Lesung beraten. Und ich kann Ihnen nach der Auswertung der Anhörung sagen, wir lagen ziemlich gut. Wir lagen ziemlich gut mit dem, was wir Ihnen vorgelegt haben. Wir hatten uns vorgenommen, und da hatten wir einen sehr klaren Kompass, die Rechte der Frauenbeauftragten zu stärken. Und genau das machen wir, meine Damen und Herren. Wir stärken. Wir stärken die Rechte der Frauenbeauftragten. Es wird das Klagerecht für Frauenbeauftragte geben. Das ist ein Riesenschritt, und wir sind das erste Flächenland West, in dem es dieses Klagerecht geben wird. Wir sind auf der einen Seite die Befürchtungen riesengroß, es käme zu einer Klageflut und die Rechtspflege würde eingestellt in den Verwaltungen. Und auf der anderen Seite möchten Teile der Frauenverbände noch eine Ausweitung des Klagerechts. Wir haben es ja auch in dem Antrag, den die LINKEN eingebracht haben, auch gelesen. Allerdings auch nur Teile der Frauenverbände sagen, wir brauchen mehr bei dem Klagerecht, auch längst nicht alle. Und ich denke, wir liegen mit unserem Vorschlag da sehr richtig, hier ein Organklagerecht zu eröffnen, damit Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte auch dann, wenn alle Versuche scheitern, sich zu einigen und gütlich zu einigen, dann auch ein Mittel in der Hand haben, um zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Und wir schaffen Rechtssicherheit für Frauenbeauftragte, indem wir Freistellung präziser fassen, indem wir nämlich sagen, schon ab 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt es eine Freistellung von 25%, und wir ermöglichen für große Dienststellen jenseits der 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitere Stellenanteile freizustellen. Auch das ist etwas, was wir deutlich besser regeln als im bisherigen Recht. Wir schaffen ein Initiativrecht für Frauenbeauftragte, und wir ermöglichen es, den Frauenbeauftragten sich direkt ans Ministerium zu wenden. An diesem Punkt gab es von vielen Frauenverbänden den Wunsch, auch eine zentrale Stelle zu schaffen, an die man sich wenden kann. Diesen Wunsch kannten wir schon aus den Gesprächen vorher. Das wurde schon vorher an uns herangetragen. Und wir haben sehr lange zusammengesessen und haben überlegt, wie geht das? Wie geht das zusammen?
Kann man so eine Stelle schaffen? Kann man sie nicht schaffen? Wir haben gemerkt, das ist schlicht nicht finanzierbar. Dieser Wunsch ist verständlich, aber er wird schlicht nicht finanzierbar sein. Deshalb haben wir uns für einen praktischen und für einen gangbaren Weg entschieden, nämlich dafür, dass besonders das Anliegen der kommunalen Frauenbeauftragten aufgegriffen wird, dass man sich an das Sozialministerium wenden kann, um dort Fragen zu klären. Damit haben wir ein wichtiges Anliegen der kommunalen Frauenbeauftragten aufgegriffen und dennoch den Landeshaushalt nicht weiter belastet. Ich finde, es ist ein sehr praktischer Weg, mit einem sehr berechtigten Anliegen umzugehen. An einigen Punkten haben uns möglicherweise Anzuhörende missverstanden. Auch bei Ihnen habe ich es gerade wieder gehört, Frau Schott. Es ist nicht so, dass Frauenbeauftragte, die weniger als 100 arbeiten, auf die Nachzeichnung ihres beruflichen Werdegangs verzichten müssen. Das ist nicht so. Das steht auch nicht so in dem Gesetz drin. Ich denke, da wird sozusagen in der praktischen Anwendung sich noch das eine oder andere glätten, was möglicherweise jetzt von einigen der Anzuhörenden, ich will nicht alle so über einen Kamm scheren, weil es tatsächlich eine sehr unterschiedliche Gemengelage war, von einigen der Anzuhörenden an dem Punkt missverstanden worden ist. Ich denke, das sind Auslegungsfragen, die sich im praktischen Umgang klären werden. Eine weitere Frage will ich aufgreifen, die bei vielen Themen in der Anhörung war, nämlich die Geltung des HGLG in privatisierten Unternehmen. Auch hierüber haben wir im Vorfeld sehr lange und sehr intensiv gesprochen. Was ist der richtige Weg, in privatisierten oder ausgelagerten Unternehmen das HGLG ein Stück weiter zur Anwendung zu bringen? Wir haben uns dafür entschieden, dass die Kommunen jeweils entsprechend ihres Beteiligungsanteils dafür sorgen müssen, dass in den privatisierten Unternehmen das HGLG oder die Grundsätze des HGLG zur Anwendung kommen. Da sagen Sie, das reicht nicht. Wir sagen, das ist der richtige Weg, ohne die Regelungen überzustrapazieren, hier die Tür ein Stück aufzubekommen, um das HGLG auch in den ausgelagerten Bereichen umsetzen zu können. Ich möchte abschließend sagen, wir haben, glaube ich, etwas vorgelegt, was für die Frauen, für die Gleichberechtigung im öffentlichen Dienst und für die Beseitigung der Diskriminierung wegweisend sein wird und was die Kultur in den Dienststellen verändern wird. Ich bin sehr gespannt, wie wir dann den ersten Umsetzungsbericht hier haben werden und dann auch sehen können, wie es weitergeht. Von daher danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Rock für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Gleichberechtigung ist in unserem Land auf einem guten Weg. Sie ist seit vielen Jahren auf einem guten Weg. Allerdings ist sie noch längst nicht dort, wo sie sein müsste. Genau das ist ja auch immer wieder der Anlass. Das Thema, mit dem wir uns hier zu Recht intensiv auseinandersetzen. Ich glaube, wir sollten trotzdem bei der Debatte nie aus dem Auge verlieren und bei der Schärfe des einen oder anderen Beitrags, den ich jetzt hier auch gehört habe, dass ja im Grundsatz hier ein Konsens besteht in diesem Haus, vielleicht nicht immer über jede Einzelheit, aber wohl kaum über die Aufgabe, die zu schultern ist. Ich glaube, wir sollten auch noch einmal, um die Debatte richtig einzuordnen, uns darüber im Klaren sein, dass die Ausweitung von Rechten sicherlich ein wichtiges Mittel ist. Wandel befördern durch Ausweitung von Rechten ist sicherlich eine Säule, die bei der Gleichberechtigung eine Rolle spielt. Aber es gibt noch andere Säulen, die eine wichtige Rolle spielen, die in der Gesellschaft anzusiedeln sind. Natürlich ist auch der gesellschaftliche Wandel, der in den Köpfen der Menschen vorgeht, eine der entscheidenden Säulen, auf die wir bauen und wo jeder auch feststellen kann, dass dieser Wandel gut vorankommt. Die Abhängigkeiten, die reduziert werden, und die politischen Rahmenbedingungen, die richtig geschaffen werden müssen. Es ist viel passiert in dem Bereich, und es war heute auch schon einmal in der Generalaussprache
Thema. Es ist viel passiert in dem Bereich der Kinderbetreuung. Aber vor allem der Kinderbetreuung im U3-Bereich und der Kinderbetreuung in der Kita. Bei der Frage der Betreuung im Schulbereich ist noch viel zu tun. Ich möchte auch immer wieder noch einmal vielleicht noch ins Gespräch bringen, die Frage der steuerlichen Erleichterung, die bis jetzt nur für den Kindergartenbereich gilt, dass dort eben eine besondere Berücksichtigung der Beiträge gilt, dass man da auch zusieht, dass das auch für die Betreuung im Schulbereich eine Rolle spielt. Und natürlich ist es wünschenswert, da hat Herr Schäfer-Gümbel ja heute auch schon zu ausgeführt, dass wir den Ganztagsbereich, Ganztagsschulen eben auch ausweiten in unserem Bundesland. Auch hier sind wichtige Rahmenbedingungen zu treffen. Und natürlich spielt auch eine große Rolle die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser umsetzen zu können. Diese technischen Möglichkeiten müssen wir weiter konsequent nutzen. Und wer diese technischen Möglichkeiten nutzt, darf dadurch keinen Nachteil erfahren in der Frage, wie seine Leistungen eben bewertet werden. Und dann bleibt uns natürlich immer noch auch eine der größten Hilfen, die uns in die Hände spielt, ist natürlich die Demografie, die Anforderungen, die die Unternehmen leisten müssen, um weiter gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor allem gewinnen zu können. Auch hier wird einfach der Druck auf Unternehmen und die Gesellschaft größer werden. Und das ist, glaube ich, die größte Stütze, die wir haben. Aber zurück zu der Frage Wandel durch Recht. Dann Wandel durch mehr Rechte. Das ist ja, kann man sagen, eines der, oder das größte Anliegen, das diese beiden Gesetzentwürfe hier zugrunde legen. Und da muss ich sagen, dass für meine Fraktion, glaube ich, wenn man Wandel vorantreiben will, vielleicht die Abfolge der Schritte eine wichtige Frage ist. Und ich glaube schon, wer die Debatten verfolgt hat, weiß, dass das Klagerecht nicht völlig unumstritten ist und dass die Gefahr besteht, dass hier aus einer vielleicht guten Zusammenarbeit mehr Konflikte entstehen. Ich möchte aber trotzdem sagen, dass ich der Meinung bin, ein Klagerecht zu ermöglichen und das genau zu beobachten, zu was das führt, ein Weg ist, den man mitgehen kann. Was für mich eine Frage geblieben ist und wo der SPD-Gesetzentwurf aus meiner Sicht ein wenig darüber hinausschießt, was notwendig ist. Ich habe das vorhin gesagt, der Wandel durch mehr Recht. Das ist sicherlich etwas, was man vertreten kann. Aber ein Wandel durch mehr Bürokratie, glaube ich, wird scheitern. Und es ist jetzt ein bisschen unfair, der Vergleich, und ich will das ja auch gar nicht konflikthaft nennen, aber vielleicht doch als Indikator. Wenn man überlegt, das alte Gesetz hatte 23 Paragraphen, der Gesetzentwurf, den die SPD hier eingebracht hat, hat 78 Paragraphen, nur um mal deutlich zu machen, wie höher der Regelungsbedarf hier gesehen wird. Und auch wenn hier von den GRÜNEN vorgetragen wird, dass eine unabhängige zentrale Stelle nicht zu bezahlen wäre, das ist natürlich nicht ganz richtig, aber sie würde mit 1,5 Millionen € sehr viel Geld kosten. Und auch da wäre ich sicherlich mit der Lösung, die die Regierungskoalitionen hier vorgeschlagen haben, mehr zufrieden gewesen, weil da muss man auch schauen, wie wird es genutzt, wie hoch ist der Bedarf, würde sozusagen so hohe Ausgaben wirklich gerechtfertigt sein. Unser Problem, das wir mit dem Regierungsentwurf leider noch haben, ist, dass Sie den Geltungsbereich noch ausgedehnt haben. Und das ist für uns ein Problem, das uns die Zustimmung leider nicht ermöglicht, weil dass man im öffentlichen Dienst diese Regelungen setzt, in seiner besonderen Bedeutung, aber auch in seinen besonderen Regelungen. Und das ist für uns absolut einsichtig, und das ist auch richtig. Aber dass man den Handlungsrahmen Stück für Stück, und das ist ja wieder ein erster Schritt, und was da sozusagen an Intention dahinter steht, ist ja klar, den können wir leider nicht mittragen. Also meine Konklusion ist, dass der Gesetzentwurf, den die Regierung hier vorgelegt hat, oder die Regierungsfraktionen hier vorgelegt haben, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist, dass es mit Augenmaß ist, nur an einer Stelle uns leider zu weit geht, dass der Gesetzentwurf der SPD aus unserer Sicht die Gefahr birgt, den Wandel, den man anstreben will, mit zu viel Bürokratie zu ersticken, und dass wir aber trotzdem leider beiden Gesetzentwürfen nicht zustimmen können. Jetzt weiß ich, dritte Lesung ist beantragt. Ob tatsächlich in der dritten Lesung noch
neue Erkenntnisse und wir weiterkommen. Da bin ich mal gespannt. Ich teile nicht ganz den Optimismus von Linke und SPD, aber wir werden uns dann ja auch im nächsten Plenum noch einmal über dieses wichtige Thema gemeinsam unterhalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Frau Abg. Ravensburg für die CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten heute die beiden Gesetzentwürfe von SPD und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN CDU in zweiter Lesung. Die dritte Lesung ist für unseren Gesetzentwurf beantragt. Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, zuallererst einmal an die Frauenbeauftragten die Botschaft zu übersenden, dass dieses Gesetz im Dezemberplenum verabschiedet wird und wir dafür sorgen, dass das Gesetz auch pünktlich zum 1. Januar 2016 in Kraft treten wird. Meine Kollegin Sigrid Erfurth hat vorhin darauf hingewiesen, keinesfalls haben wir die Meinung der Praxis ignoriert. Ganz im Gegenteil. Bereits in der Erstellung dieses Gesetzes haben wir umfangreiche Gespräche mit den Praktikerinnen geführt, und die sind in diesen Gesetzentwurf eingeflossen. Es ging nämlich uns um eine Praxistauglichkeit und keinen ideologischen Entwurf. Das ist uns ganz wichtig. Und deshalb will ich noch einmal auf die vier Schwerpunkte in unserem Gesetzentwurf hinweisen. Uns geht es um die Verbesserung des Anteils der Frauen in Führungspositionen. Wir wissen, wir haben in vielen Bereichen der öffentlichen Verwaltung mittlerweile mehr Frauen als Männer. Aber wir wollen auch mit den Maßnahmen der Personalentwicklung mehr Rücksicht auf Mitarbeiterinnen in Teilzeit und mehr Rücksicht auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Familienaufgaben legen, die gleichzeitig auch Karriere anstreben. Wir wollen die Familienaufgaben auch viel besser anerkennen, denn es ist uns wichtig, dass sich Kind und Karriere nicht ausschließen dürfen, auch nicht die Pflege. Und deshalb, Herr Rock, Sie haben das ja richtig gesagt. Es geht natürlich darum, dass die Vereinbarkeit im Kindergartenbereich da sein muss. Aber wir gehen einen weiteren Schritt mit unserem Pakt für den Nachmittag. Denn wir wissen genauso, dass gerade auch in der Grundschulzeit die Vereinbarkeit gewährleistet werden muss. Und der dritte Punkt ist, wir stärken die Position der Frauenbeauftragten. Kollegin Erfurth hat die Punkte angesprochen. Wir verbessern die Rechte, wie das Initiativrecht, das vielfach in der Anhörung begrüßte Organklagerecht, und wir schaffen den direkten Zugang zum Ministerium, und wir sorgen für mehr Verbindlichkeit. Und ich will auch erwähnen, den vierten Punkt, dass wir gerade die Frauen mit Behinderung, die besondere Schwierigkeiten haben, hier besonders in unserem Gesetzentwurf berücksichtigen, um Benachteiligungen auszugleichen. Und deshalb gehen wir mit diesem Gesetzentwurf, Frau Gnadl, einen deutlich anderen Weg als in Ihrem SPD-Gesetzentwurf. Wir setzen nicht auf kleinteilige Regelungen, auf die Ausweitung der Bürokratie, Blockade oder Klage und Sanktionen. Sie sprachen vom Mut. Frau Gnadl, uns geht es nicht um den Mut, gegen Schranken zu rennen, sondern uns geht es eher um kluge Instrumente, wie wir Schranken überwinden können. Und diese Instrumente dazu, die geben wir nämlich den Frauenbeauftragten mit unserem Gesetzentwurf an die Hand. Deshalb haben wir einen ganz anderen Ansatz. Wir wollen die Führungskultur in der Verwaltung beeinflussen. Frauenförderung muss eine Führungsaufgabe sein. Wenn nämlich die Frauenförderung von oben gewollt und auch in der Verwaltung gelebt wird, dann ist das in meinen Augen die beste Voraussetzung, dass wir auch künftig in den Führungsebenen deutlich mehr Frauen vorfinden werden. Gleichberechtigung mit der Brechstange, das kann nicht funktionieren. Und das ist auch der Grund, weswegen wir den Antrag der LINKEN ablehnen.
Schon allein die Einrichtung einer zentralen Stelle mit dem, was Sie ja auch ausführlich dargestellt haben, vorgeschlagenen Aufgabenprofil, das führt zu einer riesigen Verwaltung, einem Verwaltungsapparat. Und ich habe auch noch Zweifel, ob die 1,5 Millionen € dafür reichen würden. Wir haben die schriftliche und auch die mündliche Anhörung zu beiden Gesetzentwürfen intensiv ausgewertet. Und Kollegin Erfurth hat vorhin schon darauf hingewiesen, dass es hier ein ganz breites Meinungsspektrum der Anzuhörenden zu unserem Gesetzentwurf wie zu dem der SPD gegeben hat. Von nicht weit genug gefasst bis viel zu eng. Das waren die Meinungen, wobei die Mehrzahl der Expertinnen unseren Entwurf als praktikabel und zielführend beurteilt haben, wenngleich er, das gebe ich zu, nicht alle Wünsche erfüllen kann. Und dass unser Gesetzentwurf so praktikabel beurteilt wird, das hat auch dazu geführt, dass wir Punkte hineingesetzt haben, wie dass wir nicht vorschreiben den Frauenbeauftragten, welche Maßnahmen der geschlechtergerechten Personalentwicklung sie nehmen müssen, sondern wir geben in diesem Gesetzentwurf verschiedene Punkte vor. Und sie können selbst vor Ort entscheiden, welche Maßnahmen für ihre Verwaltung am geeignetsten sind. Denn die Frauenbeauftragten, die wissen am allerbesten, was vor Ort der Bedarf ist. Ich will nur einige Punkte erwähnen. Das ist die familienfreundliche Rotation. Das ist auch die Personalkostenbudgetierung. Ich nenne mal beispielhaft das Regierungspräsidium in Kassel, aber auch Maßnahmen für die Rückkehr aus der Familienphase, was ich für sehr, sehr wichtig halte. Was wir aber in unserem Gesetzentwurf nicht wollen, das ist eine Überfrachtung mit Bürokratie. Und das ist genau einer der Gründe, weshalb der SPD-Entwurf bei dem großen Anteil der Anzuhörenden als nicht umsetzbar durchgefallen ist. Schon allein der vierfache Umfang der Paragraphen, Herr Rock hat es eben erwähnt, gegenüber dem bisherigen Gesetz ist ein klares Zeichen für Regulierungswut. Und das wurde zu Recht von zahlreichen Anzuhörenden moniert. Ich erwähne beispielhaft den Hessischen Rundfunk, der erwähnt hat oder aus seiner Sicht sagt, Überregulierung führt in der Regel zum Gegenteil dessen, was man mit so einem Gesetz beabsichtigt. Oder der Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt, Roman Poseck, sagt, dass dieses Grundmisstrauen, was im Gesetzentwurf der SPD enthalten ist, gegenüber Bediensteten und Verantwortungsträgern, dem berechtigten Interesse zu einer vollständigen Gleichberechtigung mehr schadet als nützt. Oder auch die Frauenbeauftragte des Hessischen Rundfunks, Frau Thiel, ist der Meinung, dass diese Vorschläge der SPD in der kommunalen und betrieblichen Arbeit als kaum realistisch umgesetzt werden können. Und sie hat weiter zum CDU-Vorschlag gesagt, dass sie diesen im Hessischen Rundfunk für gut umsetzbar hält. Und, meine Damen und Herren, damit ist doch alles gesagt. Wir laden Sie deshalb ein, unserem Gesetz zuzustimmen, denn unser Gesetz steht für eine fortschrittliche Frauenförderung in der öffentlichen Verwaltung. Es ist praktikabel und gut umsetzbar. Und es sendet das Signal, dass Familienarbeit eine wertvolle Qualifikation in unserer Verwaltung ist. Es sendet das Signal, dass Teilzeit und Karriere sich nicht ausschließen. Unser Gesetzentwurf setzt konsequent an den wichtigen Stellschrauben an, um Frauen auf den Weg in Führungspositionen zu qualifizieren, ihre Chancen zu verbessern und sie nicht zu benachteiligen, wenn sie ihren Beruf und die Familie unter einen Hut bekommen müssen. Deshalb lehnen wir den Gesetzentwurf der SPD ab und freuen uns auf die weitere Beratung in der dritten Lesung. Das Wort hat der Sozialminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Seitens der Hessischen Landesregierung schließe ich mich den Ausführungen von Frau Kollegin Ravensburg und Frau Kollegin Erfurth, was den Inhalt des Gesetzes und die Intention des Gesetzes angeht, vollinhaltlich an. Ich will an drei Punkten das in aller Kürze noch einmal bestätigen.
Zum Ersten, das Hessische Gleichberechtigungsgesetz für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst unseres Landes hat in den mehr als 20 Jahren seines Bestehens und Inkrafttretens eine durchaus beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben. Dieses zeigen die im regelmäßigen Turnus erscheinenden Jahresberichte. Und genau das ist die Grundlage, auf der der heute von der CDU und den GRÜNEN in zweiter Lesung vorgelegte Gesetzentwurf ansetzt und die Stellschrauben dort ansetzt, wo bei der Förderung der weiblichen Beschäftigung noch Umsetzungsdefizite und Handlungsbedarfe bestehen. Für die Novellierung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes sind dementsprechend drei zentrale Themenschwerpunkte identifiziert worden. Das ist einmal die gezielte Förderung von weiblichen Beschäftigten, insbesondere in den Positionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben. Hier gibt es einen Nachholbedarf, und mit dem Gesetzentwurf werden die Führungskräfte in den Verwaltungen dazu verpflichtet, noch besser und klarer als bislang die Einsatz- und Fördermöglichkeiten ihrer qualifizierten Mitarbeiterinnen in den Blick zu nehmen. Zweitens ist die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer, weil auch immer mehr Männer und männliche Beschäftigte familiäre Wünsche und Verpflichtungen besser mit ihren beruflichen Zielen in Einklang bringen wollen. Beide Geschlechter sollen leichter als bisher die Möglichkeit erhalten, Familien- und Fürsorgepflichten ohne den befürchteten Karriereknick wahrzunehmen. Und drittens ist die Stärkung der Position der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten mit erweiterten Freistellungsregelungen und einem Klagerecht, mit dem sie die Verletzung ihrer eigenen Rechte geltend machen können. Die Kolleginnen haben das schon deutlich ausgeführt. Die Majorität der Anzuhörenden hat auch bestätigt, dass der Gesetzentwurf von CDU und BÜNDNIS 90 den GRÜNEN ihren inhaltlichen Vorstellungen am weitesten gerecht wird. Es ist die inhaltliche Gehalt und die klare Struktur des Regierungs- bzw. des Fraktionsentwurfs, der insbesondere in der Gegenüberstellung mit den insgesamt 78 Paragraphen und den mehr als 300 Absätzen des SPD-Entwurfs bescheinigt wurde, der sich zudem in vielen Passagen mit anderen gesetzlichen Regelungen, z. B. im Hessischen Beamtengesetz, im Hessischen Disziplinargesetz, im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und im Hessischen Personalvertretungsgesetz überschneiden. Wir sind der festen Überzeugung, dass das, was woanders geregelt ist, nicht noch einmal in einem Gesetz geregelt werden muss und schon gar nicht in einem Gleichberechtigungsgesetz mit seinem sehr weiten und heterogenen Geltungsbereich. Demgegenüber entspricht der vorliegende Gesetzentwurf der CDU und der GRÜNEN für ein neues Gleichberechtigungsgesetz dem modernen Leitbild von Frauen und Männern, die sowohl berufstätig sind als auch Fürsorge für Kinder und Pflegebedürftige übernehmen, und wird dementsprechend von der Landesregierung begrüßt. Das Wort hat Frau Abg. Gnadl für die SPD-Fraktion mit ihrer Restredezeit. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Ravensburg hat eben in ihrer Rede gesagt, dass die Frauenbeauftragten wissen, worauf es ankommt und was vor Ort zu tun ist. Und deshalb möchte ich Ihnen gerne als Regierungsfraktion eine Frage stellen. Warum hören Sie dann nicht auf das, was Ihnen die Frauenbeauftragten in der Anhörung mit auf den Weg gegeben haben? Es liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. Es ist vonseiten der SPD-Fraktion eine dritte Lesung beantragt worden. Für beide Gesetzentwürfe logischerweise. Nur für einen? Ja, okay. Dann müssen wir gucken, was wir mit euer machen. Dann rufe ich jetzt auf zur Abstimmung. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung. Die Berichterstattung haben wir erledigt. Es wird erst abgestimmt. Wer diesem Gesetzentwurf in zweiter Lesung zustimmen kann, bitte das Handzeichen. Dankeschön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann stelle ich fest, dass das Gesetz bei Zustimmung von SPD und LINKEN und Ablehnung durch die Fraktion von CDU, GRÜNEN und FDP abgelehnt worden ist. Dann
ist die dritte Lesung Antrag für den Punkt 17, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion von BÜNDNIS 90 und die GRÜNEN zum gleichen Sachverhalt, inklusive des Antrags der Fraktion DIE LINKE, überweise dies zur Vorbereitung der dritten Lesung in den zuständigen Ausschuss. Das ist hiermit so beschlossen, und im nächsten Plenum rufen wir es dann zur dritten Lesung auf.